Ich hatte auf diesem Kanal ja schon häufiger die Öffentlich-Rechtlichen und auch Funk kritisiert. Und da habe ich mir gedacht, lade ich mir doch mal einen der ja bekanntesten Funk-Kritiker, den es auf YouTube gibt, ein. Hallo Holger. Hallo Konstantin. Du hast auf deinem ja, Internetbezahlsender Massengeschmack TV, beziehungsweise auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal immer wieder die Öffentlich-Rechtlichen kritisiert, beziehungsweise vor allem die Jugendformate Funk. Erstmal, was stört dich grundsätzlich am Aufbau von Funk, um jetzt mal dieses Beispiel, was es hier auf YouTube gibt, zuerst zu nehmen? Naja, also grundsätzlich erstmal finde ich es merkwürdig, wenn ein öffentlich-rechtliches Angebot, das aus allgemeinen Mitteln bezahlt wird, die jeder von uns bezahlen muss, auf einer Seite eines amerikanischen kommerziellen Konzerns präsentiert wird. Das gilt ja nicht nur für YouTube, das gilt auch für Twitch zunehmend, das gilt für TikTok, es gilt für Instagram, es gilt für alle möglichen sozialen Medien, wo die Öffentlich-Rechtlichen sich breit machen. ARD und ZDF betreiben über 500 YouTube-Kanäle, über 400 Instagram-Kanäle. Und das finde ich schon an sich etwas merkwürdig. Ich meine, man würde ja auch nicht öffentlich-rechtliches Fernsehen auf der Seite von McDonald's präsentieren. Dann würde auch jeder sagen, was ist das denn? Ich dachte, das ist hier alles kommerzfrei. Dafür kriegt ihr euren Rundfunkbeitrag. Es wird zwar argumentiert damit, dass innerhalb der Funkkanäle auf YouTube keine Werbung gemacht wird. Das ist richtig. Aber trotzdem ist es ja inmitten einer kommerziellen Seite. Also das ist mal grundsätzlich. Und inhaltlich geht es dann natürlich auch noch in eine Richtung, wo ich sage, gut, wenn man wenigstens ein Jugendangebot machen würde, das in eine Richtung geht, dass man Jugendlichen Kultur- und Bildungsangebote liefert, die über den freien Markt sozusagen nicht zu finanzieren sind, dann würde ich immer noch sagen, okay, das kann man auch irgendwo vertreten, also so eine Art Arte für Jugendliche oder sowas. Aber in Wahrheit ist es so, dass Funk nur auf Klicks aus ist. Es geht nur um Klicks. Und das ist halt der Punkt, der auch von mir die Kritik eben bekommt. Wenn es nur darum geht, Klicks zu generieren, dann brauche ich kein öffentlich-rechtliches Angebot. Dann gibt es auch so genug auf YouTube, was man sich angucken kann. Und wenn ich mir gerade so die politischen Sachen anschaue, da gibt es von nicht öffentlich-rechtlichen Anbietern viel bessere Sachen auf YouTube als das, was Funk uns liefert. Es ist oberflächlich, es ist banal, es ist oft schlecht recherchiert und es ist völlig unnötig. Ja, da würde ich erstmal weitestgehend mitgehen. Aber wenn jetzt so ein großer Kanal wie Arte die Dokumentation, die er erstellt hat, wenn er die auf YouTube stellt, würdest du auch sagen, das sollte auf keinen Fall passieren? Das ist ja nur eine Art Zweitverwertung. Das lief denn trotzdem ja vorher auf Arte. Ja, also ich fände es schon besser, wenn man sich eine Arte-Mediathek anguckt, weil dafür sind Mediatheken ja da. Das ist immer das Argument der Öffentlich-Rechtlichen, dass sie sagen, ja, wir müssen ja dahin gehen, wo die Jugendlichen sind. Ja, Entschuldigung, wenn man den Jugendlichen nicht zutraut, dass sie von selber die guten Angebote finden in den Mediatheken von ARD und ZDF, dann scheint man ja seinem eigenen inhaltlichen Angebot nicht besonders zu vertrauen, wenn man den Jugendlichen das quasi aufs Auge drücken muss, damit sie es auch angucken. Das finde ich auch ein merkwürdiges Argument. Es ist völlig in Ordnung, auf YouTube vielleicht Auszüge hochzuladen, und sozusagen Trailer hochzuladen und zu sagen, wenn ihr das Ganze gucken wollt, dann guckt es bei uns in der Mediathek, da könnte ich noch mitgehen. Wobei, in Österreich, dem ORF, ist es komplett verboten, irgendwas auf YouTube zu machen. Die haben mal einen einzigen ORF-Kanal, haben sie mal eröffnet in Österreich. Das ist ihnen sofort von der Medienaufsicht untersagt worden, weil die Medienaufsicht vollkommen korrekt und zutreffend gesagt hat, Entschuldigung, ihr seid öffentlich-rechtlich, ihr habt auf kommerziellen Seiten nichts zu suchen. Und das, finde ich, sollte auch in Deutschland beherzigt werden. Ja, aber jetzt nochmal grundsätzlich, die Institution Funk, die findest du also unnötig und die könnte deiner Meinung nach komplett gestrichen werden. Ja, ich sehe nicht den Nutzen, den Funk hat oder sozusagen die Demokratiegefahr, wenn es Funk jetzt nicht mehr geben würde. Ja, Demokratiegefahr ist ja auch immer so ein großes Wort, als Ja, ob eben. gleich unsere Demokratie ge gefährdet wäre, wenn jetzt beispielsweise eine öffentlich-rechtliche Sendung weg wäre, die ja. Also man muss sich ja im Öffentlich-Rechtlichen immer vor Augen halten, jede Sendung, die da läuft, die hat eine Einschaltquote von mehreren Millionen Zuschauern, die sich da angucken. Und wenn da jetzt ein paar Funkkanäle, die jeweils ein paar 10.000 Abonnenten haben, wenn die wegfallen, dann wird das, glaube ich, am öffentlichen Meinungsbild gar nicht mal so viel ändern.
Ja, aber brauchen wir es denn dann? Das ist ja der entscheidende Punkt. Weil die Öffentlich-Rechtlichen argumentieren ja mit der Demokratieabgabe, die jeder doch bitte leisten soll. So hat es ja, so ist es ja schon mehrmals von denen genannt worden, von Herrn Schönborn und so weiter. Dieses Wort kommt ja von denen. Und wenn ein Angebot so unnötig ist, dass es sozusagen auch wegfallen könnte und es würde auch keine gesellschaftlichen Auswirkungen haben, dann sage ich mir, ja, dann kann es doch weg. Dann brauchen wir es doch nicht. Ja, absolut. Zumal die großen Funkkanäle, die es ja gab bzw. gibt, also sowas wie Mr. Wissen to Go oder Simplicissimus, die ja wirklich vielfach gute Inhalte gebracht haben, die gab es schon vor Funk. Die würden auch ohne, also die wären auch ohne Funk groß geworden. Vielleicht nicht ganz Richtig. so groß, vielleicht hätten sie ein paar hunderttausend Abonnenten weniger. Das macht aber in dieser Größenklasse relativ wenig aus. Das ist richtig. Also, aber um zu diesem Punkt Demokratie zurückzukommen, wie demokratisch ist deiner Meinung nach der gesamte öffentlich-rechtliche Rundfunk? Nun, wenig demokratisch. Das Problem ist ja, dass die Öffentlich-Rechtlichen immer damit argumentieren, sie seien sozusagen föderal aufgebaut und es gäbe ja unabhängige Gremien, die sozusagen über alles wachen und jeder Cent, der ausgegeben wird, wird hinterfragt und muss beantragt werden und was weiß ich. Nur diese Gremien sind ja auch wiederum politisch besetzt. Die werden von den jeweiligen Landesparlamenten und Landesregierungen besetzt bei den Sendern. Und die KEF, die wird ja auch immer gerne vorgebracht. Das ist die Institution, die den Finanzbedarf der Öffentlich-Rechtlichen feststellt und deren Finanzen überprüft. Auch das sind Leute, die ausschließlich von der Politik ausgesucht werden und besetzt werden. Das heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auch wenn er sich selbst als unabhängig bezeichnet, ist ganz eindeutig in der Hand der Politik und der politischen Parteien. Und das hat für mich mit Demokratie dann nicht viel zu tun. Ich will nicht behaupten, dass wir einen Staatsfunk hätten. Das ist ja immer gerne so ein Wort, das dann benutzt wird, vor allem so aus der Rechteren, aus der Querdenkerszene. Das würde mir zu weit gehen, dieses Wort. Das benutze ich auch nicht. Es gibt immer auch noch kritische Berichterstattung bei den Öffentlich-Rechtlichen, gar keine Frage. Aber es ist schon so, dass das gesamte Personal in ARD und ZDF, vor allem das Spitzenpersonal, durchweg politisch besetzt wird und ausgesucht wird, vom Intendanten bis hin zum Chefredakteur der Nachrichtenredaktion. Und da ist für mich denn schon nicht nur ein Geschmäckle vorhanden, sondern das ist für mich schon ziemlich skandalös. Und insofern, ja, Demokratie wäre für mich halt, wenn man es wirklich wörtlich nimmt, dass man hier einen wirklich unabhängigen Rundfunk hätte, mit dem die Politik nichts zu tun hat und wo die Politik null Einfluss hat. Das wäre für mich dann wirklich demokratisch. Zu Reformvorschlägen kommen wir gleich, aber jetzt würde ja also jemand, der aus dem Rundfunkrat kommt, der würde doch sagen, Moment mal, das Bundesverfassungsgericht hat ja festgelegt, dass nur 30% der Rundfunkratmitglieder Parteimitglieder sein dürfen. Also eigentlich sind wir doch größtenteils unabhängig. Ja, gut, aber die anderen 70%, das ist dann einer von der Gewerkschaft, der wird dann wieder von der Gewerkschaft reingebracht, der ist dann auch wieder in der SPD. Da gibt es einen vom Arbeitgeberverband, der ist dann in der CDU. So kommen die ganzen Leute, die vorher rausgeschmissen wurden, vom Verfassungsgericht kommen durch die Hintertür wieder rein. Das ist doch alles Schmu. Mehr ist das doch nicht. Das ist ganz eindeutig politisch besetzt, dieses ganze Ding. Und da kann man noch so versuchen, jetzt das schön zu reden. Die Fakten sprechen für sich, finde ich. Das heißt, wir haben hier zwei Parteien, SPD und CDU, die aktuell ganz klar die Hegemonie haben und da drängen die Grünen vielleicht noch ein bisschen mit rein, jetzt wo sie politisch ein bisschen mehr Oberwasser hatten die letzten Jahre. Ja, die FDP auch. Im Grunde hätte die AfD ja auch ein Recht, mittlerweile in solche Gremien zu kommen. Die werden natürlich noch rausgehalten, weil die AfD regiert ja noch in keinem Bundesland und nicht im Bund. Insofern hat sie da noch nicht die richtigen Möglichkeiten, sich auch da einzubringen. Aber klar, und wenn die AfD regieren würde, würde sie es wahrscheinlich genauso machen und Leute von sich da irgendwie reinbringen in diese Gremien. Das heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist immer auch ein Spielball der Politik und derjenigen, die sozusagen vor allem die Macht haben im Land. Und das sind im Wesentlichen SPD und CDU, weil die ja in
alle an irgendeiner Regierung immer beteiligt sind. Ja, also um das nochmal klarzumachen, es ist ein Spielball vor allem der Exekutive, das heißt der Regierungen. Und nicht, es wird nicht das abgebildet, was in den Parlamenten an Mehrheitsverhältnissen gilt. Also du hast ja gerade erwähnt, dass die AfD in den Rundfunkräten nicht vertreten ist, obwohl sie mittlerweile, ja, in den letzten Jahren ist sie immer auf 10% gekommen, mittlerweile steht sie sogar bei 20%. Ja, genau. Das Parlament hat zwar auch oft Mitspracherecht beim Rundfunkbeitrag zum Beispiel. Wenn der erhöht wird, muss das Parlament zustimmen. Aber wir wissen ja, wie das läuft in Parlamenten. Die möchten alle nach Hause. Es ist Feierabend. Es ist abends 21 Uhr. Naja, ehe wir jetzt noch lange diskutieren, stimmen wir halt zu. Oder die haben oft vielleicht die Sachen gar nicht gelesen. Das ist ja oft so leider, dass in den Parlamenten Abgeordnete eben nicht ihrem Gewissen unterliegen, sondern einfach nur so abstimmen, wie es ihnen die Regierung quasi in dem Moment vorgibt. Ja, Sachsen-Anhalt hatte sich ja auch gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zuletzt gestellt. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, der Rundfunkbeitrag muss jetzt erhöht werden. Ganz egal, was Sachsen-Anhalt sagt. Diese Behörde, die KEF, die hat das festgelegt. Und deswegen ist das jetzt verfassungsrechtlich so, wegen Pressefreiheit und so. Das brauchen wir halt wegen unserer Demokratie. Ja, das ist ein unglaublicher Vorgang, wie ich finde. Weil entweder müssen die Parlamente zustimmen und nur dann kann der Rundfunkbeitrag in Kraft treten, die Erhöhung. Oder wir sagen, das, was die KEF sagt, das gilt, wir brauchen dann die Zustimmung der Parlamente nicht. Gut, dann soll man es so machen. Ist zwar noch undemokratischer, aber wenn das Verfassungsgericht meint, dass das sozusagen dann ausreicht, ja gut, dann sollen sie das auch klar sagen. Ich fand das ein merkwürdiges Urteil. Ich finde, dass Sachsen-Anhalt, dass die CDU da gut argumentiert hat. Mittlerweile sind es ja auch noch mehrere Länder, also auch Sachsen zum Beispiel stemmt sich auch mittlerweile dagegen, weil sie angesichts der AfD-Umfrageergebnisse sehen, dass das ein Aufregerthema ist. Und wenn Thüringen und Sachsen-Anhalt jetzt nochmal einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags zustimmen würden, dann wären das nochmal weitere 5% für die AfD. Das wissen sie ganz genau. Insofern ist auch viel Wahlkampf dabei, aber gut. Aus meiner Sicht ist es aber auch inhaltlich absolut richtig, so zu argumentieren, weil wir haben den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt und immer wieder alles teurer zu machen, ohne sich mal ernsthaft anzustrengen, wirklich Reformen durchzuführen, das geht halt so nicht weiter. Wie gesagt, zum Inhaltlichen kommen wir nachher, aber jetzt haben wir schon festgestellt, der Rundfunk ist nicht wirklich politisch unabhängig und er ist auch nicht wirklich demokratisch. Also er bildet ja nicht mal die Mehrheitsverhältnisse ab, die wir in den Parlamenten haben, sondern er bildet schlichtweg das ab, was in den Regierungen sitzt. Und ja, das geht ja schon, das sind ja schon Tendenzen Richtung Staatsfunk. Also wie sollte man das reformieren? Also am schlimmsten ist es in Rheinland-Pfalz, wenn ich das noch kurz sagen darf. Da ist ja das ZDF und die Ministerpräsidentin Madu Dreyer ist auch gleichzeitige Vorsitzende der Rundfunk-Länderkommission und sie ist Vorsitzende des Rundfunkrates, ist das ZDF, als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Das ist doch ein unglaublicher Vorgang. Aber das ist ganz normal offensichtlich dort. Es gab ja auch die Besetzung von diesem Chef von dieser Medienaufsicht in Rheinland-Pfalz. Da habe ich mal einen Beitrag drüber gemacht. Eumer oder wie heißt der? Da kann sich jeder angucken. Die unglaubliche Karriere des Herrn E. heißt der auf YouTube. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln, mit was für einem Filz agiert wird. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, entschuldige. Wie sollte man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Ganzes institutionell reformieren? Ja, indem man natürlich erstmal dafür sorgt, dass unabhängige Gremien wirklich geschaffen werden. Ich weiß, auch das ist nicht ganz einfach, weil wer will das wiederum bestimmen, was unabhängig ist? Du hast ja immer irgendeine Instanz, die wiederum bestimmen muss, wie es denn am Ende aussehen soll, klar. Da gibt es ja auch Vorschläge in die Richtung, so dass das per Losverfahren Bürger ausgewählt werden. Da weiß ich nicht so recht, ob das der richtige Weg ist, weil auch da glaube ich, muss man, also eine gewisse Kompetenz sollte man, eine Medienkompetenz sollte man vielleicht schon haben, wenn man in solchen Gremien sitzt. Aber man kann natürlich schon Ausschlussverfahren vornehmen. Also man kann sagen, man darf nicht Mitglied einer politischen Partei zum Beispiel sein. Das ist schon mal ein Ausschlusskriterium. Oder man muss halt bestimmte gesellschaftliche Gruppen absetzen, abbilden. Also zum Beispiel aus dem Bereich der Industrie, aber auch aus dem Bereich der Sozialverbände oder
aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Das ist ja jetzt, ist es ja im Prinzip so gedacht, nur es funktioniert so eben nicht, wie es jetzt funktioniert, weil, wie es läuft, weil es immer wieder politisch instrumentalisiert wird. Ja, deswegen, also diese Auswahl nach bestimmten Kriterien, bestimmte gesellschaftliche Gruppen müssen repräsentiert sein, das lädt halt zum politischen Missbrauch ein, weil man dann jede Partei halt die Gruppen nach vorne setzt, die, wo sie gut vernetzt ist, und da packt sie dann die richtigen Leute in die Rundfunkräte und schon, ja, hat sie die Rundfunkräte de facto besetzt. Richtig. Also wäre meiner Meinung nach doch das Losverfahren wirklich die eleganteste Lösung, um das hinzubekommen. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es eine gute Lösung. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Man kann da Pech haben, es kann aber auch gut laufen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, ja. Also es, so wie man Schöffen fürs Gericht manchmal aus dem Volk sich heranholt, dass man auch solche Gremien aus dem Volk besetzt. Zumindest wäre es vielleicht die bessere Variante als die, die wir jetzt haben. Ich meine, dieses Losverfahren ist ja eine urdemokratische, ja, urdemokratisches Verfahren. Das war auch schon in den griechischen Polisdemokratien relativ weit verbreitet, politische Ämter per Los zu bestimmen. Denn bei der Wahl, da war es sehr wahrscheinlich, dass der beliebteste bzw. der reichste, der halt am meisten Geld ausgeben konnte, dass der dann gewinnt. Und um das zu verhindern, hat man viele Ämter per Losverfahren besetzt, damit wirklich jeder Bürger die gleiche Chance hat, ein Amt zu besetzen. Und wenn man ich weiß, das hört sich aus heutiger Sicht sehr komisch an, wo wir alle politischen Ämter eigentlich wählen. Aber das wäre eigentlich das ideale Verfahren, um ein unabhängiges Gremium beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu bekommen, das einerseits staatsfern ist, aber trotzdem die Bevölkerung irgendwie widerspiegeln könnte. Ja, gut. Also es ist interessant, der Vorschlag. Zumindest könnte man dieses Gremium ja noch parallel zumindest mal irgendwie testweise mal einführen oder installieren oder so, um das mal auszuprobieren. Meine Angst ist halt, dass wenn es um die Besetzung dann von bestimmten Posten geht, und dafür sind solche Gremien ja auch zuständig, dann möglicherweise die Kompetenz fehlt, da wirklich auch die richtigen Leute denn auszuwählen. Aber ich weiß es nicht. Ich bin da unschlüssig, ehrlich gesagt. Ich verstehe den Ansatz und es ist auch tatsächlich urdemokratisch, ja. Aber das Urdemokratische kann manchmal ja auch möglicherweise in die falsche Richtung gehen. Also das muss ja auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss sein. Ja. Es ist ja auch nur ein Vorschlag, aber ja, wir haben ja in Deutschland diesen wunderbaren Föderalismus. Könnte man nicht die Rundfunkstaatsverträge so ändern, dass wirklich jedes Bundesland weitgehende Freiheit hat, was macht? Und dann könnten einige Bundesländer sagen, wir besetzen die Rundfunkräte jetzt nach diesem Losverfahren in unserem Bundesland. Und dann schaut man, wie das in diesen Bundesländern funktioniert, also die das wollen. Und wenn das gut funktioniert, kann man das auch auf Bundesebene machen. Ja, das kann man machen, ja, sicherlich. Oder man schafft Ausschlusskriterien, welche Bedingungen man nicht erfüllen darf, wenn man in einem solchen Gremium sitzt, und dann kann man sich für ein solches Gremium auch bewerben. Aber man muss eben ganz eindeutig, und das muss auch alles transparent sein, das ist ja auch ganz wichtig, Transparenz ist ja auch noch ganz wichtig, dass solche Sitzungen auch öffentlich stattfinden, auch von mir aus sogar live gestreamt werden, dass da nicht gemauschelt wird, dass alle Entscheidungen, die in diesen Gremien gefällt werden, weil wir alle zahlen ja dafür, wir sind ja alle quasi Mitglieder dieses Vereins, wenn man mal so unwill, das ist ja eine Art Mitgliedsbeitrag, den wir zwangsweise zahlen müssen, dass wir auch alle das Recht haben, uns das alles anzuschauen und auf alles Zugriff zu haben, das haben wir ja nicht. Es findet ja ganz, ganz viel eben nicht in der Öffentlichkeit statt, was hinter den Kulissen von ARD und ZDF stattfindet. Im ZDF gibt es die SPD und die CDU-Freundeskreise zum Beispiel, wo die immer getrennt in getrennten Gremien ausbaldovern, wer wird jetzt Intendant oder wer bekommt den Posten und jenen Posten. Achso, CDU, ihr habt ja letztes Mal erst den bekommen, sind wir diesmal dran. So nach dem Motto, so läuft das ja im ZDF zum Beispiel. Und das darf natürlich nicht sein. Das muss alles öffentlich sein und transparent sein, damit die Bürgerinnen und Bürger auch das nachvollziehen können und damit eben solche Mauschelei gar nicht erst stattfindet. Wir haben jetzt gerade Reformvorschläge diskutiert und ja, grundsätzlich institutionelle Kritik geübt. Also manche sagen ja, okay, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk so dysfunktional ist, wenn ja auf institutioneller Ebene da so viel falsch läuft, warum ihn dann nicht ganz abschaffen? Wäre das deiner Meinung nach eine Lösung? Also wir haben ja im Film- und im Kulturbereich auch Verfahren, dass es da eine Förderung gibt. Es gibt eine Filmförderung, da können Leute Gelder beantragen. Es gibt auch genauso eine Theater,
Subventionen, es gibt Kulturförderung und so weiter. Und die Frage wäre ja, ob man nicht auch im Fernsehbereich eine Art Fernsehförderung einführt. Also das heißt, jeder kann sich bewerben, auch jeder, der auf YouTube irgendein Video macht, also du zum Beispiel auch oder wir auch, und sagt, ich möchte Fördergelder haben, weil ich biete hier sozusagen anspruchsvollere Inhalte an, die ich über Werbung nicht finanzieren kann. So Kulturbeiträge oder irgendwelche intellektuelleren Diskussionen oder was weiß ich auch immer. Das wird in Neuseeland zum Beispiel so gemacht. Da gibt es die Art Councils. Das sind Gremien, die tatsächlich entscheiden über solche Förderanträge. Und das ist sicherlich eine Möglichkeit, ja. Dann würde man das ganze Fernsehen komplett sozusagen privatisieren, aber würde immer wieder Sendungen im Programm haben, die öffentlich gefördert sind. Das müsste dann auch eben entsprechend gekennzeichnet werden. Und dann würden ja sogar so Sender wie RTL und Sat.1 vielleicht sogar solche Fördergelder beantragen und würden auch plötzlich Sendungen im Programm haben, die man normalerweise bei denen gar nicht sehen würde. Und ob das gut funktioniert, weiß ich nicht. Ich finde es immer eine interessante Variante, weil wir hier völlig weg sind von diesen übergroßen und überteuerten, verkrusteten Systemen ARD und ZDF, sondern das Ganze wirklich total aufbrechen würde und mal ein ganz neuer Ansatz wäre. Aber gerade dann wäre es wichtig, dass man unabhängige Rundfunkräte hätten, die eben nicht zu irgendeiner Partei gehören, denn sonst würden sich ja SPD und CDU quasi so ein eigenes Vorfeld aufbauen, was ihnen quasi zuklatscht und dann später sagen, das sind ja völlig unabhängige YouTuber, völlig unabhängige Streamer, mit denen haben wir überhaupt nichts zu tun. Wenn sie die Fördergelder dann irgendwann wieder weggenommen bekommen, haben die dann ihre Reichweite aufgebaut und ja, also so ein System, das lüde quasi noch mehr zum Missbrauch ein als das aktuelle. Wo siehst du genau den Missbrauch? Wenn die Rundfunkräte quasi parteipolitisch vereinnahmt sind und du wirklich Fördergelder an konkrete private YouTuber oder Streamer oder TikToker oder was auch immer, an irgendjemanden, der private Projekte macht, ausschütten kannst und dann SPD und CDU hinter den Kulissen das ausbaldowern und dann sagen, Mensch, dann geben wir jetzt an dieses gesamte Vorfeld hier so kleine Leute, die vielleicht vorher eine Reichweite von wenigen Dutzend, vielleicht einigen hundert Leuten hatten, bauen die auf, dann haben die plötzlich eine Reichweite von Zehntausenden, Hunderttausenden Leuten und nach ein paar Jahren haben die sich ein riesiges parteinahes Vorfeld geschaffen, was, wenn dieses System wieder geändert werden würde, weil das halt ein Fehlschlag war, solltest du leicht wieder wegbekommen können? Also ich sag nur, da wäre es noch viel wichtiger, dass wir unabhängige Rundfunkräte hätten, weil man dann so eine Struktur hätte, die komplett unabhängig von jedem staatlichen Kontrollmechanismus wäre, wenn das nach hinten losgeht. Ja, also natürlich ist das die Voraussetzung, dass solche Gremien natürlich parteiunabhängig sind. Das ist ja klar. Ich möchte nicht die jetzigen Rundfunkräte das entscheiden lassen, die wir jetzt haben. Das ist ja völlig klar. Und ich habe ja auch von der Transparenz gesprochen, wie gesagt. Man soll sowas von mir aus auch gerne öffentlich live im Netz übertragen. Ist heutzutage ohne weiteres möglich, so einen Stream zu übertragen, damit auch alle das live sehen können und nachvollziehen können. Das muss dann gut begründet werden. Klar, und das muss alles total transparent sein. Transparenz ist hier ganz wichtig. Ja. So, jetzt haben wir die institutionellen Probleme besprochen, uns angeschaut, was man eventuell reformieren könnte. Aber jetzt kommen wir mal dazu, wozu führen diese institutionellen Probleme? Also, dass da wirklich parteipolitisch etwas schiefläuft. Also, fangen wir mal mit diesem Format Funk an, was du für komplett überflüssig hältst. Also, wie bewertest du die inhaltliche Kritik von den meisten Funkformaten? Ja, politisch in eine sehr linksliberale Richtung gehend. Es ist völlig in Ordnung, dass eine solche Richtung auch abgebildet wird. Das ist völlig in Ordnung. Nur die Öffentlich-Rechtlichen möchten ja von allen ihr Geld haben, egal welche politische Richtung man vertritt. Dann sollen sie bitte auch Programm für alle machen. Und es gab mal bei Funk eine, das war so eine ehemalige AfD-Tante, die hat da mal so eine Zeit lang auf Funk so Videos gemacht. Die ist aber dann irgendwann wieder raus gewesen. Und sie ist auch nur deshalb genommen worden, weil sie sich von der AfD distanziert hat und eine ehemalige AfD-Mitstreiterin war. Das Hauptproblem ist ja nicht nur, dass es politisch sehr einseitig ist, es ist ja auch noch meistens sehr oberflächlich und schlecht recherchiert. Man hat bei Funk immer das Gefühl, die These steht im Grunde schon fest
und wir berichten alles so und schneiden alles so hin und drehen alles so hin, dass wir unsere These bestätigt bekommen. Es ist ja nicht wirklich unabhängiger Journalismus, der dort betrieben wird. Ich weiß aber, ich kenne ja Leute, die bei Funk sind oder auch bei Funk waren, dass die alle eigentlich, oder sehr viele von denen, einen großen Idealismus haben. Die würden es gerne anders machen. Die würden gern andere Themen machen. Die würden viel kritischer sein. Sie dürfen es aber nicht. Es ist ihnen immer wieder von der Chefetage von Funk oder von den Machern, den Chefs dieser Kanäle sozusagen, die dafür zuständig sind, untersagt. Weil gesagt wird, das ist politisch nicht opportun oder das bringt nicht genug Klicks, das ist nicht, das kann man den Leuten nicht vermitteln, das Thema ist zu anspruchsvoll, das interessiert die Leute nicht. Ach, was sollen wir da über Bergkarabach was machen? Das interessiert doch keinen. Wer guckt denn das? Ne? Mach mal lieber nochmal ein Video über Transgender-Menschen, das läuft immer gut. So, und das ist das Problem, dass es auch ganz klar vorgegeben ist, dass man hier eindeutig auf Klicks und auf Quote schauen soll und nur solche Themen dann auch behandelt. Und die dürfen auch dann nur in eine bestimmte politische Richtung gehen. Naja, und dann bleibt halt nur noch eine ganz bestimmte Richtung und ganz bestimmte Themen. Und das ist genau das, was wir auf Funk jeden Tag serviert bekommen. Ja, du hast gerade Bergkarabach angesprochen. Das wurde ja auf Funk ziemlich wenig thematisiert, im Gegensatz zu dieser Identitätspolitik. Jetzt immer kurz, was ist in Bergkarabach passiert? Das ist ein Gebiet, was de jure zu Aserbaidschan gehörte schon die ganze Zeit, aber de facto ein unabhängiger Staat war. Und das wurde ja vor kurzem von Aserbaidschan komplett erobert. Und ja, ein großer Teil der dort lebenden Bevölkerung wurde von Aserbaidschan dann vertrieben, beziehungsweise ist nach Armenien geflüchtet. Und ja, das war eigentlich eine ziemlich schlimme Flüchtlingskatastrophe, über die man mal ein bisschen mehr hier hätte hören wollen, vor allem von den Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich habe auf alternativen Medien, in Medien, die überhaupt nichts mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun hatten, viel mehr, viel qualitativere Berichte gehört als ja aus den meisten Funkkanälen. Oder ja, natürlich die Nachrichtenkanäle des Öffentlich-Rechtlichen haben darüber berichtet, aber auch da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Und von Funk ist ja wirklich gar nichts gekommen. Also Meinst du wirklich, dass das von Identitätspolitik überdeckt wird? Ich glaube, die verstehen den Konflikt selber nicht, die Verantwortlichen da bei Funk. Das sind ja auch alles Leute, die haben ja nicht wirklich die Kompetenz und sind jetzt ausgebildete Journalisten. Das sind teilweise Leute, die auch über irgendeinen Proporz an ihre Position gekommen sind. Und die sagen halt, ach, das ist, keine Ahnung, Bergkarabach, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Ja, klar, es ist wirklich ein wichtiges Thema und weil ja ein demokratischer, unabhängiger eine Region sozusagen von einem Wertepartner, wie Ursula von der Leyen Aserbaidschan bezeichnet hat, hier quasi überrollt wird und es wirklich ganz schlimm ist, was dort passiert ist, wie du schon gerade gesagt hast. Und das eigentlich auch ja viel größer gefahren werden müsste. Aber ich habe ja auch gerade in der Mediatheke auch nochmal gezeigt, dass ja zum Beispiel die Tagesschau in den letzten 2-3 Wochen so gut wie gar nicht mehr über den Ukraine-Krieg berichtet hat. Es ist jeden Tag nur noch Israel und Palästina das Thema. Natürlich ist es völlig in Ordnung, darüber zu berichten, das ist völlig klar. Aber dass selbst der Ukraine-Krieg mittlerweile so gut wie gar nicht mehr stattfindet in den Medien, obwohl der immer noch natürlich wie eh und je stattfindet und kurz bevor das in Israel da losging, war das jeden Tag fast ein Aufmacher in der Tagesschau. Das ist doch interessant, ne? Also wie schnell sozusagen Medien den Fokus plötzlich verlagern auf andere Bereiche und das, was eben noch extrem wichtig war und jeden Tag der Aufmacher war, jetzt plötzlich überhaupt nicht mehr inhaltlich stattfindet in den Nachrichten. Ja, aber bleiben wir mal bei Funk. Also auch bei Funk wurde der Ukraine-Krieg anfangs relativ viel thematisiert und dann hat mit zunehmender Kriegsdauer auch dort das Interesse abgelassen. Also man könnte meinen, für außenpolitische Themen ist Funk eigentlich nicht zu haben, es sei denn, man hat gerade so eine große öffentliche Empörung, da macht halt jeder was zu, weil es halt Klicks bringt. Ja, das ist ja auch so. Außenpolitik ist immer ein schwieriges Thema, quotentechnisch auch. Das ist im Fernsehen auch so. Deswegen ist es ja Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen auch hier mit ihrem großen Korrespondentennetz, das sie ja haben, eigentlich viel mehr in der Richtung auch zu bringen. Aber das wird ja gar nicht genutzt.
In der Tat, ist das wirklich schade, weil das sind genau die Themen, die man über den freien Markt normalerweise eben nicht so gut abhandeln kann, weil es leider, und das ist immer schon so gewesen, die Bevölkerung sich für solche Dinge oftmals nicht interessiert, weil sie sagen, das findet ja nicht bei uns statt, was ist mir egal, ist mir doch egal, was da im Nahen Osten ist, weiß ich nicht. Aber also da gibt es schon großes Interesse, würde ich sagen. Also du siehst ja, wie viele Klicks jetzt beispielsweise alte Interviews mit Peter Scholl-Latour, die schon über 10 Jahre alt sind, oder aktuelle Clips von Michael Lüders haben. Also da gibt es schon großes Interesse für diese Themen, nur sowas findet dann halt nicht im Öffentlich-Rechtlichen statt. Also, ob das jetzt so große Klicks sind, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls, soweit ich das weiß, im Fernsehen immer schon eine alte Regel gewesen, nach dem Motto, naja, Außenpolitik müssen wir ja schon machen, ist ja wichtig, aber die innenpolitischen Themen, die bringen eigentlich mehr Aufmerksamkeit. Das ist eigentlich, glaube ich, eine uralte journalistische Fernsehregel. Und die gilt bei Funk natürlich auch, umso mehr sogar, weil es da um die konkreten Klicks geht, die man ja auch sich anschauen kann. Aber bei Funk geht es ja nicht nur um Innenpolitik, da ist ja über allem drohend irgendwie diese Identitätspolitik. In jedem Format wird diese Identitätspolitik reingebracht. Selbst ein wirtschaftliches Format behandelt dann, ja, anstatt den Gegensatz zwischen Arm und Reich, erstmal den Gender Pay Gap, der angeblich so groß ist. Ja, also, ja, und es geht in völlig absurde Richtungen denn auch. Also auch was und Klimawandel ist ja auch so ein Riesenthema, wo denn gesagt wird, selbst dass wenn man einen Hund hat, beschmutzt ja auch das Klima, indem man da also Dämpfe ausstößt oder furzt oder was weiß ich. Das geht ja in so absurde Richtungen denn immer wieder, dass man ja wirklich merkt, da sind Leute am Werk, die ideologisch völlig verbrettert sind und ja, die nur solche Themen, die für solche Themen auch nur leben. Es gibt ja solche Leute, die jeden Tag nur über ihre sexuelle Identität oder diese Themen irgendwie sich definieren, und das, was anderes können die auch gar nicht. Und deswegen ist es dann eben auch so, dass es auf Funk dann eben solche Inhalte dann auch andauernd immer wieder veröffentlicht werden und man selbst bei den abwegigsten Themen in der Tat dann noch immer so einen Dreher hinbekommt, dass man dann am Ende wieder bei der Identitätspolitik ist. Ja, aber irgendwer muss diese Leute doch casten. Also die kommen da ja nicht zufällig rein, sondern irgendwer muss da ja sagen, ich will jetzt dieses Format hier, dass das finanziert wird. Also ist das die Strategie von Funk? Denkt man, dass das junge Leute besonders interessieren würde, oder will man da eine bestimmte Agenda voranstellen? Da steht noch eine Agenda dahinter, natürlich, ja klar, natürlich. Also es ist ja auch erstmal von Vorteil, wenn du einen Migrationshintergrund hast, vor allem vor der Kamera. Das ist ja sozusagen im Moment dann wirklich solche Leute auch in erster Linie zu nehmen. Ist jetzt nichts, was ich jetzt grundsätzlich kritisiere, es ist mir egal. Aber man merkt ja schon, dass hier auch etwas gemacht wird, dass man wirklich also schon so weit ist, dass man quasi das alles, was irgendwie männlich und weiß ist, sozusagen schon aburteilt inzwischen. Und das ist dann eben wirklich eine Form von Ideologie, die ja nicht nur ärgerlich ist und unanständig ist, ist ja auch gefährlich, wenn man andauernd solche Inhalte bringt. Wo sollen das hinführen? Ja, zumal man damit ja so eine gewisse Diversität zeigt, aber wenn die Diversität halt nur in der Hautfarbe besteht, aber nicht in der Meinung, und die Redakteure, die da sind, alle die gleiche Meinung haben, dann ist mir relativ egal, ob das ein Schwarzer, ein Weißer, ein Mann, eine Frau ist. Es ist mir relativ egal. Ich möchte, dass da verschiedene Meinungen zu Wort kommen und nicht, dass da verschiedene Hautfarben zu sehen sind. Ja, genau. Und es gibt ja auch überhaupt keine Diskussionsformate auf Funk in dem Sinne. Das einzige Format von den Öffentlich-Rechtlichen, was ich ganz gut finde, und da bemüht man sich auch einigermaßen um eine interessantere Besetzung, das ist 13 Fragen. Das ist aber nicht von Funk, das ist von ZDF. Da kann man auch noch viel dran kritisieren. Auch da merkt man, da ist die Ideologie nicht ganz raus. Aber zumindest versucht man mal, ein bisschen mehr Kontroverse reinzubringen. Wobei die Themen auch natürlich immer sehr stark in die Woke-Richtung gehen. Also auch dort würde man nicht über Bergkarabach diskutieren. Ja, die außenpolitischen Diskussionen, die sind furchtbar naiv. Die wurden unglaublich moralisch geführt. Und man hat sich da, anstatt irgendwelche Experten, die da Ahnung von haben, irgendwelche Friedensaktivisten von der Straße, die auch total naiv innerhalb dieses Framings argumentiert haben. Also fand ich wirklich furchtbar, die wenigen, die da über Außenpolitik gingen.
Du siehst es ja beim Klimawandel auch, wo ja auch mittlerweile Frau Neubauer oder Frau Rebsma oder wie die alle heißen, diese jungen Millionärstöchter, dass die da alle immer als Expertinnen andauernd eingeladen werden. Ich möchte zu dem Thema, möchte ich Professoren und Professorinnen sehen, bitteschön, die sich auskennen und die sich damit beschäftigt haben und in dem Bereich geforscht haben und nicht irgendwelche 22-jährigen Mädels, die da irgendwie aus gutem Hause kommen und sich da so ein bisschen meinen, mit Aktivismus ihre Freizeit zu gestalten. Das sind für mich keine Expertinnen. Wenn man dabei Funk solche Professoren einlädt, dann lässt man die drei Sätze sagen, also Dinge, die wir sowieso dauernd in den Medien hören, ja, Klimawandel ist gefährlich, ja, wir sollten auf erneuerbare Energien setzen, dann schneidet man es wieder zu Ende. Also dazu lädt man dann Professoren ein, quasi nur um Autoritätsargument zu machen und nicht um sie ausführlich zu interviewen, wenn man sie dann mal einlädt in Ja, Funkformaten. Das ist zumindest mein Eindruck. das ist richtig, ja, genau. Das stimmt. Aber nochmal zurück zu 13 Fragen. Also, dass das schon po dir positiv aufgefallen ist, das sagt ja schon einiges. Also, ich habe mir Ja. einige Diskussionen von 13 Fragen angeguckt. Die letzte beispielsweise zu Wokeismus. Mhm. Da hatte man auf der Pro-Seite drei, die absolut überzeugt von dieser Woken-Ideologie waren. Auf der Kontra-Seite einen, der das relativ gemäßigt abgelehnt hat und zwei CDUler. Also, da ist schon eine gewisse parteipolitische Präferenz zu erkennen gewesen. Ja, wobei immerhin Christoph Ploss, der war auch schon mal bei uns im Studio, den hab ich auch schon mal interviewt. Das ist ja zumindest ein konservativer CDUler, also der kommt ja Ja, aber ein zumindest dann. CDUler Ja, hätte doch einen sicherlich. AfDler einladen können. Oder eine radikale Feministin, die ist das aus einer ganz anderen Richtung. Marie-Louise Vollbrecht beispielsweise, die wirklich aus einer ganz Ja, anderen ja. Richtung sagt, Ja, ich finde das nicht hätte man gut. machen können. Ja, sicherlich, da hast du vollkommen recht. Oder von Aber mir aus auch trotz. einen konservativen Muslim, um jetzt mal ein anderes Beispiel zu bringen, der sagt, nee, ich finde das nicht gut, weil ich ein komplett anderes Weltbild habe. Also wirklich andere Weltbilder und nicht drei, die das so gemäßigt konservativ-CDU-mäßig kritisieren. Ja, da hast du recht, das stimmt. Aber es fand zumindest ja eine Kontroverse statt. Also das kann man ja nicht von der Hand weisen. Aber es stimmt, zwei der drei Kontrahenten von der CDU fand ich auch ein bisschen komisch. Da hast du recht, ja. Aber AfD, die werden noch niemanden von der AfD dort einladen. Das ist ja, das glaube ich eher nicht. Ja, aber wieso nicht? Das gehört doch zu einer freien Debatte dazu eigentlich. Da hast du vollkommen recht, ja. Und die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei, das ist nun mal so. Und AfD-Wähler zahlen auch Rundfunkbeitrag. Ja, aber es geschieht natürlich nicht. Ja, und in einer anderen Folge von 13 Fragen, da ging es um die Aktienrente. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Da haben auch viele in den Kommentaren dann geschrieben, ja, total neutrale, total gute Sendung. In dieser Sendung, da waren fünf Leute für die Aktienrente am Ende. Eine einzige, nämlich Ines Schwertner, die ist jetzt in der Linkspartei, die war dagegen. Und der Moderator war auch noch dafür. Das heißt, man hatte quasi so ein 6 gegen 1 wie in klassischen Talkshows. Und durch diesen 13 Fragen, ja, wir tauschen uns ganz nett aus, wir finden jetzt einen Kompromiss, hat man das dann so verkauft, als ob das eine faire Debatte war. Aber es war eigentlich ein 6 gegen 1. Also, dass 13 Fragen einen durch dieses Format, ja, wir reden ja jetzt ganz nett miteinander einlullt und am Ende, wenn man da jetzt mal grob drauf blickt und sich die Diskussion mehrfach ansieht und da wirklich schaut, wer bringt welche Redebeiträge, dass das gar nicht so neutral ist auch vielfach. Ich glaube, wenn man eine andere Sendung mal genau analysieren würde, dann würde man da vielfach auch das gleiche Fazit ziehen können. Die mit Aktienrente habe ich nicht gesehen. Mir fällt nur noch die mit Fettshaming ein. Die war auch da, wo ja auch dieser Doc Felix, der ist ja Arzt, der hat Medizin studiert, als einziger da argumentiert hat, dass es einfach ungesund ist, fett zu sein und dass es auf völlig in Ordnung ist, übergewichtigen Frauen und Männern das auch zu sagen: Pass mal auf, du bist übergewichtig. Das Wort darf man auch nicht mehr sagen. Mehrgewichtig muss man ja heute ja sagen. Und das ist ungesund und dass das völlig in Ordnung ist, denn also was auch zu sagen und diese Leute dort zu so argumentieren, nein, nein, du beleidigst damit diese Menschen und es ist völlig okay, wenn man übergewichtig ist oder mehrgewichtig ist und der stand da und dachte, wohin bin ich hier geraten, ja? Ja, aber das war ja wenigstens noch so auffällig, dass es jedem aufgefallen ist. Also da haben sie sich ein bisschen Ja, plump gut, ja. angestellt. Aber in Ja, der Sendung zur das stimmt. Aktienrente, da haben ja hinterher sogar die meisten gesagt, Mensch, faire Diskussion, ich finde die Aktienrente jetzt total toll. Also faire Diskussion, aber die FDP hatte recht. Das war aber dann das Fazit, was logisch war, weil man halt sechs Leute hat, die dafür sind und eine, die nur dagegen redet. Ja, aber das ist ja eigentlich interessant. Das ist ja kein Funkformat, muss man mal dazu sagen. Das ist ja vom ZDF, ne? Aber trotzdem ist es ja interessant, dass dann
pro Aktienrente letztendlich dann argumentiert wurde unterm Strich. Weil man würde ja eigentlich dann erwarten, dass auch hier gerade ein solches Modell eher nicht. Also man geht einerseits in so eine linksliberale woke Richtung, aber ist dann gleichzeitig im wirtschaftlichen Bereich dann doch eher im Neoliberalen offensichtlich angesiedelt. Ja, also ich habe mir jetzt zwei Wirtschaftsformate von Funk auch genauer angesehen, nämlich Was kostet die Welt und Your Money, und die sind beide stramm neoliberal. Alle ja, neoliberalen Vorurteile, Talking Points, wir müssen uns an die Schuldenbremse halten, Sozialstaat darf nicht zu groß werden, die Rente ist unbezahlbar, wir müssen auf jeden Fall Renteneintrittsalter erhöhen oder Renten oder mehr Rentenbeiträge zahlen, also wie geht gar nicht, dass das Rentenniveau entweder bestehen bleibt oder unser Renteneintrittsalter nicht erhöht wird. Also wir müssen quasi unseren Sozialstaat abbauen, wir müssen sparen. Also diese ganzen Talking Points, die in vielen Medien verbreitet werden, die werden auf Funk volle Kanne gefahren, und das gleichzeitig neben dieser extrem woken Identitätspolitik. Also ich habe da schon von einem woken Neoliberalismus gesprochen. Hältst du das für eine richtige Diagnose? Ja, ich glaube auch. Ja, das ist richtig. Das fällt mir auch durchaus auf. Ja, Was kostet die Welt? Habe ich mir auch mal angeschaut, weil jetzt gerade Herr Gnifke, der ARD-Chef, ganz stolz auf Was kostet die Welt verwies. Weil in so einem Instagram-Livestream ihm gesagt wurde, ja, es findet viel zu wenig Wirtschaft für die jungen Leute statt in den Öffentlich-Rechtlichen. Und dann sagte er ganz stolz, nein, es gibt doch jetzt Was kostet die Welt. Übrigens ein Format, so sagte er, das gemeinsam mit der FAZ gemacht wird. Das ist auch schon mal interessant, ne? Dass die Öffentlich-Rechtlichen mit einem privaten Zeitungskonzern zusammenarbeiten, und die FAZ ist ja bekanntermaßen sehr wirtschaftsfreundlich. Das geht ja auch schon in eine ganz bestimmte Richtung. Und das Ganze wird uns dann so jung und hip und vogue dann eben verkauft, damit es besser zu verdauen ist, ne? Das ist interessant. Ja, ich fand, bei Was kostet die Welt, die haben jetzt vor kurzem ein Video über DAZN gemacht, diesen Sport-Sender. Das fand ich ganz interessant. Das war zumindest inhaltlich ganz gut recherchiert. Da ging es aber jetzt nicht um Wirtschaftspolitik. Da geht es darum, warum der Sohn immer teurer wird und um diese Sportrechte. Aber das ist dann eher mal so der Einäugige unter den Blinden, möchte ich mal so sagen. Ansonsten ist da tatsächlich vieles, was in immer dieselbe Richtung geht. Das fällt mir auch auf. Also Was kostet die Welt hatte mit einem Video über die MMT, also die moderne monetäre Theorie, ziemlich ins Klo gegriffen, wurde von allen Seiten kritisiert. Also sie haben zuerst nicht richtig definiert, was die MMT ist, und dann zweitens gesagt, ja, wir halten die MMT irgendwie für falsch, ohne genau zu sagen, was ihre Kritik ist. Ihre Kritik war zum Schluss, denn es kann zu Inflation kommen. Aber genau das sagt die MMT. Ich will das jetzt nicht genauer ins Detail gehen. Ich habe hier auf dem Kanal ein Video gemacht, wo ich das einzeln kritisiere. Und ich glaube, da haben sie richtig viel Backlash aus nicht linksliberalen, aber aus linken Kreisen gehalten, die MMT dann doch für eine richtige wirtschaftspolitische Theorie halten. Und da haben sie gedacht, okay, also wenn wir uns mit Wirtschaftspolitik wirklich beschäftigen, dann kriegen wir zu viel Gegenwind. Beschäftigen wir uns jetzt einfach mit sowas wie DAZN, mit einzelnen Unternehmen, mit Taylor Swift oder mit irgendwas, was halt nicht so politisch ist, dann kriegen wir nicht so viel Gegenwind. Ja, genau, das ist richtig. Ja. Ja, das, aber das ist ja oft so bei Funk, ich habe das MMT-Video jetzt nicht gesehen, aber es ist bei denen ja oft so nach Gefühl, glaube ich, wird argumentiert und nicht nach Fakten. Ne? Und wahrscheinlich wird es auch hier so gewesen sein, wie ich ja eben schon sagte, dass für die von vornherein schon klar sein sollte, das müssen wir am Ende schlecht machen. Das müssen wir blöd finden, und so muss am Ende das Fazit sein. Und jetzt wird das Video bitte so gemacht, dass wir alle Argumente an den Haaren herbeiziehen, um in diese Richtung denn zu gehen. Ja, ich habe auch das Gefühl, bei vielen Wirtschaftsjournalisten, gerade aus den Öffentlich-Rechtlichen, ist das so, oder nicht nur aus den Öffentlich-Rechtlichen, ich will da jetzt nicht niemanden konkret angreifen, aber da ist das so, man schaut sich irgendein wirtschaftliches Thema an, liest dann 10 Quellen, 10 Zeitungs, also die recherchiert man auch alle sauber, aber dann wirft man alle Argumente, auch Argumente, die sich gegenseitig widersprechen, da rein, weil man denkt, okay, ich stelle jetzt alle Seiten dar. Und vermengt das zu einer Argumentation, obwohl das überhaupt nicht zusammenpasst, und dann zieht man daraus ein Fazit. Also das ist ein Gefühl, was ich bei dem Thema häufiger habe. Ja, genau. Sehe ich auch so. Und das ist bei Funk, wo schon ja noch schlechter recherchiert wird als bei der Tagesschau oder beim ZDF. Also das heißt noch schlechter, wesentlich schlechter recherchiert wird. Das ist da dann in ganz besonderem Maße der Fall, wenn die sich mit wirtschaftlichen Themen beschäftigen. Ich habe schon auf zig Formate aus dem Internet von Öffentlich-Rechtlichen reagiert. War jetzt nicht jedes Mal Funk, aber beispielsweise die Tagesschau, das war so eine junge Redakteurin, die hatte da Bernd Raffelhüschen zu Gast. Einen Experten, der in drei
der in verschiedenen Aufsichtsräten von Versicherungen sitzt. Das hat sie natürlich nicht gesagt, sondern sie hat ihn als neutralen Experten vorgestellt, gefragt, ey, was halten Sie denn von der Riester-Rente? Ja, die Riester-Rente, das war eine wunderbare Idee. Ein Viertel der Gelder geht zur Versicherungsindustrie, in deren Aufsichtsräten er sitzt, aber das wurde nicht erwähnt, sondern man hat interessant, dass Sie das uns erzählen. Also ich habe das Gefühl, das ist bei diesen jungen Redakteuren aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk so eine generelle Krankheit, dass die ja wesentlich schlechteren Journalismus machen als die älteren Redakteure, die da, wo vielleicht noch so ein bisschen was übrig geblieben ist. Also hat sich die Journalistenausbildung in Deutschland in den letzten Jahren so verschlechtert oder herrscht bei den Öffentlich-Rechtlichen eine Negativselektion? Naja, also es hat eigentlich bei den privaten Verlagen, bei den Zeitungen damit zu tun, dass das Geld nicht mehr so da ist wie früher. Die Zeitungen haben große Probleme, die Zeitungen sterben nach und nach weg. Im Online-Bereich ein Abo mit einer Paywall abzuschließen, ist eine große Hürde. Das machen natürlich schon welche, aber das reicht nicht so richtig. Also man hat das Geld nicht mehr. Recherche kostet eben auch Geld. Wenn du einen Journalisten wochenlang an ein Thema setzt, das er behandeln soll, dann kostet das natürlich Geld, als wenn er sich ja immer nur einen Tag Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Die Öffentlich-Rechtlichen hätten aber eigentlich ja die Aufgabe, genau das eben anders zu machen, weil sie hätten ja das Geld, Recherche intensiv zu betreiben. Aber ja, auch hier geht es ja wieder um die Frage, ja, naja, wenn wir jetzt uns wochenlang damit der Clip muss morgen raus, das dauert uns zu lang. Also da geht es ja um Klicks, da geht es um Schnelligkeit und diese Dinge. Und das ist leider eine Entwicklung, die wirklich bei den Öffentlich-Rechtlichen dramatisch ist. Und ja, natürlich, also früher hat man, wenn man eine journalistische Ausbildung gemacht hat, musste man das ganze System durchlaufen. Da hat man erstmal ein Praktikum, da war man Volontär, dann hat man erstmal als Redaktionsassistent vielleicht gearbeitet und so weiter, hat das Handwerk der Recherche betrieben, da hat man vielleicht mal ein Jahr im Ausland verbracht und solche Dinge. Das ist heute alles nicht mehr wichtig. Bei Funk kommst du direkt aus der Schule und kannst direkt irgendwelche angeblich journalistischen Videos offenbar machen. Du musst nur gut aussehen, du musst politisch opportun sein und dann reicht das schon als Bewerbungskriterien und dann bist du schon mit im System. Also ich habe das beim Format Your Money, also das ist so ein öffentlich-rechtliches TikTok-Format, also TikTok ist ja sowieso so eine Plattform, die sich wunderbar für ökonomische Aufklärung eignet. Ja, wunderbar. Da ist mir das aufgefallen, die Reporterin erzählt riesigen Unsinn zur deutschen Rente, kann man durch Zahlen auch relativ leicht widerlegen. Und anschließend sagt sie, ich weiß jetzt noch nicht, was ich machen will, aber was denkt ihr eigentlich zur Rente? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, toll, was denkt ihr so zur Rente? Ja, ja, vor allem, ich weiß jetzt noch nicht, was ich machen will. Ja, aber guck mal, das ist Journalistin, du machst ja schon was. Dass sie zum Beispiel auch auf TikTok sind, das ist doch eigentlich unglaublich, oder? Ich meine, wenn man weiß, wer hinter TikTok steckt, aber das ist ja... Ja, also ist jetzt nicht schlimmer als ein amerikanischer Konzern. Na, das heißt, ja gut, aber laut deren eigener Berichterstattung ist es ja offenbar schlimmer. Also die ist doch völlig inkonsequent, was die da machen. Da sollen sie von TikTok wegbleiben. Naja, gut. Aber gut, okay, wir haben auch einen Kanal auf TikTok, wenn der nicht so oft gespielt wird. Man muss ja, also rein auf dich aufmerksam zu machen, ist es vielleicht mittlerweile wichtig, auch dort präsent zu sein. Aber wie gesagt, bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber das gilt wie gesagt generell für soziale Medien, ist das für mich eigentlich ein No-Go. Aber kommen wir jetzt wieder zu den generellen Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es ja richtig viele Unterhaltungssendungen. Also jetzt gar nicht mal sowas auf Funk, was von uns aus beiden gerne gestrichen werden kann, sondern da gibt es sowas wie Florian Silbereisen, Helene Fischer. Meinst du, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte so etwas weitermachen oder komplett streichen? Nee, komplett streichen. Also die Unterhaltung sollte aus dem Rundfunkstaatsvertrag raus. Das ist ja überhaupt das Problem. Es wird im Rundfunkstaatsvertrag gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen müssen Angebote bereithalten für Kultur, Bildung, Information, Unterhaltung. Die Gewichtung wird aber nicht vorgegeben. Und die Öffentlich-Rechtlichen sagen dann immer, ja, wieso? Unterhaltung sollen wir doch machen, steht doch im Rundfunkstaatsvertrag. Ja, aber dass ihr drei Viertel Unterhaltung macht und das letzte Viertel wird dann aufgeteilt für Bildung, Kultur und Information, das sagt ihr dann nicht dazu. Und das geht natürlich nicht. Und wir haben ein so überbordenes Unterhaltungsangebot in den Medien mittlerweile. Da brauchen wir kein öffentlich-rechtliches Unterhaltungsangebot. Da ist genug vorhanden, was jeder sich angucken kann, von privaten Kanälen, von Pay-TV-Anbietern und was weiß ich.
Man kann höchstens noch argumentieren damit, dass man sagt, okay, die Öffentlich-Rechtlichen machen was für die ältere Generation, für 60 plus, sagen wir mal. Da ist vielleicht das Angebot im privaten Sektor nicht so groß. Das würde ich denn sogar noch akzeptieren. Aber das kann man ja im Rahmen halten. Wenn Florian Silbereisen da alle Vierteljahr mal eine Samstagabendshow macht, hat da auch keiner was dagegen. Ist völlig in Ordnung. Also Unterhaltung bis zu einem gewissen Rahmen wäre sogar noch okay, aber nicht in der Form, wie es im Augenblick stattfindet, weil es ist im Grunde ja, selbst die Information muss ja immer irgendwie Unterhaltungsfaktor mit drin haben, habe ich das Gefühl. Also es ist ja mehr Infotainment als Information, was die Öffentlich-Rechtlichen anbieten. Ja, es wird auch bei, um jetzt wieder zu diesen, ja, zu Nachrichtensendungen zu kommen, wird bei den Öffentlich-Rechtlichen auch, habe ich das Gefühl, immer mehr emotionalisiert und verkürzt. Ist das auch ein allgemeiner Eindruck, den du hast? Ja, das ist so, ja. Emotionen sind ganz wichtig und ja, verkürzt, klar, in Nachrichten hat man halt nur 1,30 oder sowas zur Verfügung, das ist dann auch in Ordnung, aber die Hintergrundberichterstattung, also zum Beispiel in den ganzen Politmagazinen wie Monitor und Panorama und so, das wäre ja normalerweise wichtig, solche Dinge dann dort zu vertiefen. Aber guck dir mal Monitor an. Monitor fährt nur diese Mitleidsmasche. Ich weiß nicht, wie oft die schon berichtet haben, wie schlimm Amazon ist und wie schlecht dort Mitarbeiter behandelt werden. Ist ja auch, mag ja auch so sein, aber es gibt noch andere Themen, die man auch mal behandeln könnte. Vor allem, da sind wir dann wieder bei der Außenpolitik vor allem, wie wir das gerade schon gesagt haben. Das findet ja fast überhaupt nicht statt in diesem Magazin. Doch. Es sind ja mehr Wirtschaftsthemen. Doch, ja, das findet statt. Wenn beispielsweise über Friedensdemonstrationen berichtet wird, dann ist es Monitors Anliegen zu legen, dass die rechts- und Putin-nah seien. Also das ist dann, wenn Außenpolitik mathematisiert wird. Ja, gut, okay. Aber das ist ja auch wieder innenpolitisch, weil die Demonstrationen ja hier in Deutschland stattfinden. Insofern ist es ja nur ein Stück weit Außenpolitik. Wobei ich diesen Fokus auf wirtschaftliche Themen gar nicht schlecht finde, da die in den Öffentlich-Rechtlichen halt sonst so unterrepräsentiert sind. Also die wenigsten Talkshows drehen sich darum, Funk sowieso nicht und viele Nachrichtensendungen, die behandeln auch, je mehr das in der politischen Diskussion kommt, immer mehr diese Aufregerthemen. Deswegen wäre es gar nicht schlecht, wenn da die Politmagazine was dagegen halten könnten. Ja, aber es sind ja nicht wirtschaftliche Aufklärung oder Erklärung, wie du es gerne hättest oder wie ich es auch gerne hätte, sondern das ist ja, wie gesagt, eher so dieses Klischee von der Großindustrie und der arme Arbeitnehmer, der nur geknechtet wird. Das ist ja so im Wesentlichen, was dann als Berichterstattung kommt. Keine systematische Analyse, da hast du recht. Also da könnte man ja auch lange Interviews mit Ökonomen machen oder mit Experten, die sich damit beschäftigen, davon mehr in den Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, in den Öffentlich-Rechtlichen laufen so viele Wiederholungen von irgendwelchen Unterhaltungssendungen, könnte man diese Sendeplätze nicht sinnvoller füllen. Dann sucht man sich jetzt mal zum Wirtschaftlichen beispielsweise. Da lädt man sich Hans-Werner Sinn und Heiner Flassbeck ein und lässt die mal eine Stunde oder zwei Stunden diskutieren. Das wäre eine viel interessantere Talkshow, jedenfalls für die Leute, die sich für solche Themen interessieren, als das, beziehungsweise eine viel erkenntnisbringendere, als das, was bei Anne Will und Co. so abläuft. Es ist doch auch vor kurzem mal analysiert worden, ich glaube, das war von Lutz Olaf, glaube ich, der auf Twitter immer viel öffentlich-rechtlich Kritisches macht, dass ja im Wesentlichen in den Nachrichten vor allem nur zwei Wirtschaftsexperten zu Wort kommen, nämlich Herr Fratscher und, wie heißt sie, Claudia Kempfert, oder wie heißt sie, ne? Ja, die sind beide vom BND. Die ja beide in dieselbe Richtung gehen natürlich. Und das sind dann immer so die Experten, die dann immer andauernd zu Wort kommen. Also die haben mit weitem Abstand, haben die beiden wirklich geführt, wenn es darum ging, wie oft sie stattgefunden haben. Vor allem zu Marcel Fratscher muss man auch sagen, früher war das DIW wirklich so ein linker Gegenspieler zu arbeitgebernahen Wirtschaftsinstituten. Heute ist das DIW ja wirklich überall auf Regierungslinie. Egal, was in diesem Land schiefläuft, es ist nicht so schlimm. Alles läuft gut, die Regierung macht alles gut, macht euch keine Sorgen. Genau, also Marcel Fratscher hat dieses DIW wirklich... Also wird ja immer gesagt, das ist links, nee, das ist wirklich auf Regierungslinie. Das ist wirklich nur noch von Karrieristen besetzt und die dürfen dann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk quasi das, was die Regierung gerade sagt, vielleicht mit ein bisschen sozialer Kritik, ja, wir könnten ja ein bisschen mehr für die Armen tun, kommt dann meistens noch, um halt auch noch, keine Ahnung, warum man das dann noch überhaupt dazu sagt, wenn man bei allen anderen Punkten auf Linie der Regierung ist. Beispielsweise bei den Zinserhöhungen der EZB. Da hat der ehemalige Präsident des DIW, Heiner Flassbeck, gesagt, das ist ein riesengroßer Fehler, wir haben keine dauerhafte Inflation, wir haben einen temporären Preisschock. Erhöht jetzt bitte nicht die Zinsen.
es gibt absolut keinen Grund dafür. Marcel Fratscher hat gesagt, nein, wir haben eine dauerhafte Inflation. Wir müssen jetzt sofort die Zinsen ganz, ganz hochsetzen. Wir müssen unsere Wirtschaft runterkühlen. Und wir haben die Zinsen hochgesetzt. In Deutschland, der Bausektor, die Auftragseingänge sind über ein Drittel abgestürzt. Die Baugenehmigungen für Wohnungen sind abgestürzt. Also wir haben schon riesengroße negative Auswirkungen dieser Zinserhöhung. Gleichzeitig bewahrheitet sich gerade die Prognose von anderen Experten, wie beispielsweise Heider Flassbeck, die gesagt haben, nein, es ist nur ein temporärer Preisschock, es ist keine dauerhafte Inflation, die Zentralbank braucht die Zinsen nicht anheben. Mhm. Also es zeigt sich gerade, dass die recht haben, aber die wurden natürlich erstmal in den Öffentlich-Rechtlichen nicht gezeigt. Nö. Und sondern ja, solche Leute wie Marcel Fratscher, die halt immer gerade die Mehrheitsmeinung vertreten und die ja immer von der einen Meinung zur anderen wechseln. Also ja. Marcel Fratscher, der hat kurz davor noch gesagt, ach, die Inflation, die geht bald wieder zu Ende, je nachdem, was gerade in den Medien die Mehrheitsmeinung ist. Und ich habe das Gefühl, dass bei vielen dieser Experten ja gängiges Vorgehen, dass man immer seine eigene Einschätzung an die Mehrheitsmeinung anpasst. Und die Experten, die das am ehesten machen, die werden dann auch am ehesten eingeladen. Richtig. Und wenn dann der falsche Experte mal eingeladen wird aus Versehen, dann wird das gleich in den Gremien zum Thema gemacht und dann ist das Thema damit beendet. Genau. Mhm. Ich meine, man hat. Das ist ja nicht unabhängig. Also, das ist doch absurd, was dieses ganze System. Ja, vor allem bei Markus Lanz oder in diesen ganzen Talkshows, da werden auch zur Außen- und Sicherheitspolitik immer die gleichen Experten eingeladen. Leute wie Marie-Louise Beck, Zentrum Liberale Moderne, Grüner Think Tank, Florence Gaub, WEF, Carlo Maschala, auch regierungsnahe Experte, die werden da eingeladen, die dürfen dann immer ihre Einschätzung geben und das sind dann die neutralen Experten, die was sagen dürfen. Und manchmal lädt man dann auch noch andere ein, die zufälligerweise alle die gleiche Meinung haben. Und Experten, die was anderes sagen, die kommen gar nicht zu Wort. Also es kann gar keine Debatte stattfinden, sondern wenn man den anderen einlegt, dann ist das entweder ein Intellektueller, der sich eigentlich nur am Rande mit diesem Thema beschäftigt hat, wie Ulrike Gero, oder dann ist das ein Politiker, der noch keine eigene Partei hat, der noch gar nicht gefährlich werden kann, wie Sarah Wagenknecht, um noch irgendwen zu haben, der quasi eine andere Meinung vertritt. Ich meine, auch AfD-Politiker wurden ja sehr, sehr selten eingeladen in Sendungen. Ja, und wenn, ist das wie alle gegen einen, ne? Dann stürzt man sich auf sie. Ja, Ulrike Gero, das ist, finde ich, immer noch so ein Fall für sich. Die finde ich auch sehr merkwürdig. Ich will nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie jetzt mit allem falsch liegt, was sie sagt, aber die mit ihrem Scheidenherpes da und so, was sie da sonst so für Äußerungen macht, ist es irgendwie, ich finde die etwas komisch. Aber gut, ich kann das jetzt nicht weiter. Nee. Es ging jetzt, das war jetzt nur ein Beispiel für, also sie beschäftigt sich ja eigentlich mit europäischer Einigung. Da schreibt sie schon seit über 20 Jahren Paper zu. Sie beschäftigt sich ihr ganzes akademisches Leben schon damit. Und da wird sie zu Corona, zu jetzt Ukraine-Krieg überall eingeladen. Und sie hat da zwar auch was zu gesagt, aber das waren gar nicht ihre Kernthemen. Trotzdem wird sie dann eingeladen und dann alle gegen eine. Ja, okay, gut. Also anstatt dass man da wen einlädt, der sich wirklich 20 Jahre damit beschäftigt hat und der da wirklich eine grob andere Einschätzung zu hat, als die Experten, die wir sonst immer zu hören bekommen. Also man hat sie nur eingeladen, meinst du, um sie auch bewusst fertig zu machen in der Sendung oder was? Ja, definitiv. Und aus ihr folgt ja nichts. Sie hat ja keine Partei hinter sich, sie hat keine Bewegung hinter sich, sie hat keine breite Unterstützung hinter sich. Nicht mal ihre eigene Uni steht hinterher, die hat ja versucht, sie abzusägen. Ja, ich weiß. Aber es sollte doch angeblich Europawahl-Spitzenkandidatin bei Frau Wagenknechts Partei werden. Ja, aber das ist ja alles noch spekulativ. Ja, also, ja, ich würde stark vermuten, jetzt, wo klar ist, dass Wagenknecht eine eigene Partei gründet, wird sie deutlich weniger in Talkshows eingeladen, entweder schon vor der Europawahl oder spätestens vor der nächsten Bundestagswahl, wird diese Einladung deutlich abnehmen, weil Wagenknecht meinst du jetzt, oder Ulrike Gero? Ja. Wagenknecht, Ulrike Gero. Oh ja, sowieso nicht mehr. Ja. Alle, die irgendwie diesem Lager zuzuordnen sind. Eben, weil dann jetzt politisch etwas daraus folgen könnte. Also ich glaube schon, dass sich in den Rundfunkräten hier was dabei gedacht wurde, welche Leute laden wir ein? Wir laden schon irgendwen ein, der ja halbwegs Kritik äußert, aber keinen, aus dem irgendeine parteipolitische Konsequenz folgt. Deswegen wurden AfDler ja auch so selten eingeladen. Ja. Und deswegen wurden AfDler auch relativ häufig eingeladen zur Gründungszeit der Partei, als die Partei noch quasi eine konservativere CDU war, zu Bernd Lucke-Zeit. Ja, es ist halt genau der Punkt, um den es dann immer geht, dass die wahrscheinlich die Öffentlich-Rechtlichen sich sagen, wenn wir die AfD jetzt zu oft einladen, dann gibt es wieder den hofieren wir diese Partei im Grunde genommen und deswegen machen wir es lieber weniger, obwohl es eigentlich ja kein Kriterium sein darf, wenn eine Partei demokratisch gewählt ist und mit einer solchen Stärke in Parlamenten sitzt, hat sie auch das Recht, eingeladen zu werden.
Vor allem, sie hat ja zu vielen Dingen andere Positionen. Also wenn du einen CDUler und einen SPDler jetzt über Außenpolitik diskutieren lässt, sagt der eine, okay, ich will die Militärausgaben auf 60 Milliarden pro Jahr erhöhen, der andere sagt, nee, ich will lieber 70 Milliarden. Da kannst du jetzt da hast du jetzt keine großen Debatten. Oder wenn du die zur NATO diskutieren lässt, da sagt der eine, okay, ich finde die eine Detailfrage jetzt anders, ich sehe die andere Detailfrage jetzt anders, aber die NATO finden wir beide gut, die müssen wir weiter ausdehnen. Wenn du dann AfDler einlädst, keine Ahnung, Björn Höcke oder so, der wird sagen, nee, ich sehe dieses Bündnis grundsätzlich kritisch. Mhm. Aber so jemand wird dann natürlich nicht eingeladen. Ja, aber das ist ja auch wie die Grünen gehätschelt werden und gestreichelt werden nach wie vor von öffentlich-rechtlichen Medien. Ne? Ich meine, die Grünen haben im Bundestagswahlkampf 2021 plakatiert, keine Waffen in Kriegsgebiete. Ne? Waffenlieferung in die Ukraine, Waffenlieferung nach Israel jetzt. Ja, das ist doch völlig absurd. Und wenn du denn sie damit konfrontierst, dann heißt es, naja, das ist jetzt ja eine andere Situation. Ja, nee, also entweder gilt keine Waffen in Kriegsgebiete oder nicht. Da muss es, es ist egal, welche Situation es da gibt. Denn da plakatiert sowas nicht. Da hätte ich ja drunter schreiben müssen, in Klammern, kommt aber auf die Situation an, Klammer zu. Dann wäre es korrekt gewesen. Aber so geht's halt nicht. Ne? Aber das wird überhaupt nicht kritisiert. Das müsste man denen jeden Tag wieder aufs Brot spielen. Das ist doch Wahlbetrug im Grunde genommen, was da passiert. Ja, nicht nur das, was nach der Wahl dann noch passiert ist. Da so mittlerweile liefert Deutschland ja auch wieder Waffen nach Saudi-Arabien. Ja. Und dann hat Baerbock gesagt, wir machen das nur, um Geld für die Kindergrundsicherung zu haben. Ja, ja, genau. Oder das russische Öl, was wir nicht mehr direkt beziehen, oder das Gas, das beziehen wir jetzt über Umwege halt wieder und ist doch teurer als vorher. Ja, das ist alles so absurd. Also es gibt so viel, wo man den jeden Tag der Regierung auf die Finger hauen könnte und müsste eigentlich. Und das passiert in der Tat nicht. Und das ist ja genau das, was wir schon am Anfang gesagt haben. Dadurch, dass die Öffentlich-Rechtlichen eben nicht unabhängig sind, sondern dass sie hier ganz klar im Würgegriff der politischen Parteien sich befinden. Ja, definitiv. So, in diesem Sinne würde ich sagen, welchen Rundfunkbeitrag würdest du für angemessen halten? Also, das ist schwer eine Höhe zu sagen. Ich denke, dass man auch mit einem Viertel, mit 5 Euro, glaube ich, würde man gut zur Rande kommen. Da könnte man alles Wichtige finanzieren. Wir brauchen keine über 70 Radiosender in ganz Deutschland. Da reichen auch ein paar. Wir brauchen nicht so viele lineare Fernsehsender, weil die Zeiten sind vorbei. Das kann man auch alles einstampfen. Wir brauchen in den sozialen Medien die Öffentlich-Rechtlichen nicht. Ein paar hundert YouTube-Kanäle, Instagram kann alles weg. Man kann die dritten Programme zusammenlegen zu einem gemeinsamen dritten Programm mit einem regionalen Fenster im Vorabend, für das jeder regionalen Richten noch bekommt. Das ist okay, aber ansonsten muss man nicht so viele dritte Programme gleichzeitig betreiben. Diese ganzen Gremien sind viel zu groß und viel zu verkopft. Diese ganzen Chefetagen der Öffentlich-Rechtlichen mit diesen immensen Gehältern. Herr Buro verdient, glaube ich, deutlich mehr als der Bundeskanzler. Mit welcher Begründung? Also da kann man so viel Geld sparen und so viel zusammensparen. Und die Unterhaltung haben wir ja auch schon gesagt, die braucht es auch nicht mehr. Man muss die Öffentlich-Rechtlichen runterdampfen auf ihre wesentlichen Kernpunkte, Bildung, Information, Hochkultur. Und dann kommt man auch gut mit 1 oder 2 Milliarden im Jahr aus. Da braucht man nicht 10 Milliarden. Was dann von demokratischen Rundfunkräten, also von reformierten Rundfunkräten beschlossen werden könnte. Das wäre das Ideale, ja. Das ist richtig. Ich würde sagen, das ist ein schönes Abschlussfazit. Wir verabschieden uns von euch und vielleicht sehen wir uns mal wieder zu einer Diskussion. Immer gerne.